Hallöchen, willkommen zurück zu Halo Combat Evolved Anniversary in der Halo Master Chief Collection. Und ja, wie man sieht, ich bin woanders. Von da hinten bin ich hier hingekommen. Wie ich ja letztens gesagt habe, wollte ich das Ganze hier offscreen machen. Und das hat auch erstaunlich gut funktioniert. Nachdem ich offscreen so ein bisschen verkackt habe, ein paar Versuche, habe ich das dann so richtig hart vorsichtig versucht. Und das hat funktioniert. Ja, ich habe teilweise auch ein bisschen die Kanonen hier benutzt, damit man zum Beispiel dieses blöde Flugzeug da aus der Luft holen kann und so. Nachdem ich dann aber erst so ein bisschen unten safe alles aufgeräumt habe, dann zum Beispiel die Ghosts da weggemacht habe, musste man immer so ein bisschen sich verstecken, wenn das Flugzeug da gerade, also wenn das Raumschiff da gerade in Anflug war, irgendwo hinter verstecken, dann schießt einen das nicht ab, ansonsten fliegt das immer nur rum und so weiter und so fort. Irgendwann hat man das dann verstanden und dann konnte man das auch gut machen. Es war sehr hart. Vor allem mit einem Lebenspunkt und den haben wir immer noch. Aber immerhin ist diese Stelle jetzt fertig. Bin ich doch überall. Mehr Feinde. Ich weiß doch gar nicht, ob die so programmiert sind, diese kleinen Viecher, dass die andere alarmieren, wenn gerade hier richtig hart Alarm ist. Kann ja sein, ne? Was? Wie, du hast ihn? Glaube ich nicht. So, da vorne sind welche. Hier im Gang? Oder auch im Gang? War hier. So, zumindest schon mal diese kleinen Feinde da mal besiegen, damit die zumindest nicht stören. Ich glaube, ich bin jetzt einmal rum, ne? Weiß, wir könnten jetzt, nicht unbedingt hier, aber wir können jetzt irgendwo mal durch. Achso, ja, ich bin wirklich einmal rum. Ich glaube, ich muss in die Mitte rein, ne? Oder nicht? Interessant. Wo muss ich lang? Ach, von hier bin ich gekommen. Ah, es gab noch eine andere Tür, die ich irgendwie gesehen habe, ne? Es gab noch eine andere Tür. Da bin ich gerade hergekommen. Gut, dass da auf dem Boden diese Pfeile sind. Aber ich glaube, irgendwo war noch eine andere Tür. Ah, hier ist ein Pfeil auf dem Boden. Okay. Irgendwo war doch hier noch ein Gang, wo eine Tür hinten war. Wo ich erst dachte, daher bin ich gekommen. Ah, hier ist ein Pfeil auf dem Boden, der zeigt genau. Okay, dann müssen wir hier durch die Tür. Alles klar. Wieder Aufzug-Time. Hier wäre eigentlich ein guter Punkt für einen Kontrollpunkt, ne? Hier scheinbar sind die Aufzüge keine Ladezone, ne? Aber wenn man nach oben guckt, dann sieht man sofort, wo das Ende ist. Okay, hier ist ein Kontrollpunkt. Na schön. So, du bist tot und du auch. Da sind wieder ganz viele rote Punkte.
Irgendwo hier war hier. Ach so, aber dahinter der Wand, ne? Da, da. Gibt's ja auch coole Waffen? Ja. Warte, unsichtbarer? Oh nein, ich bin unsichtbarer. Aber der ist, glaube ich, auch ein bisschen härter, oder? Oh, shit, das war, ja. Ja gut, war aber meine Dummheit da gerade. Du Penner. Der wäre jetzt eigentlich hier rausgekommen, aber der kommt hier nicht raus. Ja, da war ich ein bisschen cleverer. Ah, hier geht's weiter. Hier ist der Pfeil. Dann mache ich hier mal eine Granate rein. Ja, genau. Scheiße. Fuck. Ah, das wäre so super gewesen. Das habe ich alles so super, zumindest in meinen Augen, gelöst. Aber leider war das Ende dann doch nicht so schön. Geräusch, die wir machen. Nein, jetzt steche ich durch. Hey. Ja, ich habe eine Granate geworfen. Ah, wow. Okay, das war. Ja, so kann man sich auch selbst umbringen, ne? Also das ist natürlich alles, also es ist alles mit diesem einen Lebenspunkt, den ich jetzt momentan noch habe. Ja, also immer noch, den ich jetzt dran geändert, ist es machbar. Also, ne? Das ist jetzt keine schwere Stelle. Es ist halt nur Dummheit von mir, dass ich teilweise in Situationen, wo es unnötig ist, eine Granate zu werfen, eine Granate werfe. Und mich dann halt einfach selber kill. So, den haben wir aber schnell erledigt. Oh, ich hätte gerne eine coole Waffe, nicht so eine blöde. Mag zwar diese zielsuchenden Waffen durchaus, aber irgendwie machen die hier mehr Damage. Oh, da werden wir eine Granate. Ja, alles klar. Und sollte die Granate auch in den Gang werfen. Ja, auch die Granate hat den Gang nicht gefunden. Irgendwo wird noch. Was ist hier? Da. Hier. Irgendwer hat hier doch noch eine Waffe, die ich gerne hätte. Da! Aha! Genau. So, bitte Kontrollpunkt, das wäre sehr nice. Perfekt. Nein, ist wieder so ein Draußen-Ding. Wo ist denn mein Panzer jetzt? Ich brauche meinen Panzer. Das war Kacke.
Hart gemein. Ich hoffe mal. Ah, genau. Ich hoffe mal nicht, dass auf der anderen Brücke da noch welche drauf sind. Sind es aber ein paar blöde kleine Gegner. Der kann mit einem Schuss mein ganzes Schild deleten, aber er braucht halt zwei Schüsse, um mich zu killen. So, jetzt ein Vorgehen hier. Die suchen den Dinger, ne? Die machen auch echt nur Schaden, wenn ich getroffen werde davon. Das ist so gemein. Und dass diese andere Seite, ne? Dass da so Gegner noch drauf sind. Granate wird jetzt machen. Einer hat die Granate getroffen. Okay. Gut. Läuft gerade. Okay, das habe ich gesehen. Mal da irgendwie rüber eine Granate werfen, dass die Leute da mal ein bisschen. Fuck mich halt hier ab, wenn die dann immer so kurz mal so ein paar Schüsse abgeben. Nicht. Ah, das ist doof. Das ist doof. Aber das, es ist, wie gesagt, auch machbar. Ne? Man muss ja halt nur mal ein paar Mal in Deckung gehen. Ja, die kann man von so weit auch treffen. Das ist gut. So. Wieder schon eine ganz weite Range. Ah, die Heinis mit den Schilden können so einen komischen Schild-Schuss machen. Sehe ich gerade. Ja, dann denkst du, ne? Dann denkst du so, du bist safe, ne? Und dann kommt halt von der einen Seite da noch so ein Schuss von den blöden Viechern da auf der anderen Seite der Brücke. Den haben wir. Wie hier coole Waffen dabei? Oh ja, haben sie tatsächlich. Hier, nehmen die. Nein, versteck die. Ah, dass die sich auch dann. Ist euch da auf der anderen Seite. So, jetzt muss ich mich kurz mal hier in Deckung begeben. Du verschwindest. Ah, die Lichos. Oh. Okay, aufpassen, dass hier von der Seite mich die nicht treffen. Ich glaube, den einen Schildhani habe ich auch gerade eliminiert. Du gehst drauf. Ach, das ist super fies mit dieser einen Brücke da noch an der Seite. Weil du glaubst so, hey, du hast jetzt diese Gegner da besiegt, deswegen bist du safe. Und dann kommt so ein blöder. Oh, das noch, ne? Da kommt so ein blöder Schuss noch. An der Seite. Und dann nur noch ein Leben, also da ich nur noch ein Leben habe.
mache das bestimmt cleverer und habe dann nicht noch ein Leben, also hat man ein bisschen mehr Lebenspunkte hier. Das ist natürlich ganz hart, dann stirbt man nämlich sofort. Ah gut, dass ich das gehört habe, ja, ein bisschen blöder unsichtbarer. Ah, wo bist du? Da bist du. Warum hier habt ihr noch coole Waffen? Das ist Challenge Mode, ne? Mit einem Lebenspunkt hier durch die durch das Level zu gehen, das ist schon heftig. Stirb. Hinter mir? Ja, hinter mir. Oh, Gesundheit eingesammelt. Geil. Okay. Nee, jetzt ist nicht mal Challenge Mode, jetzt habe ich den Easy Mode gerade aktiviert. Okay, jetzt machen wir es mal so, dass wir trotz dessen so spielen würden, also dass ich so spiele, als hätte ich nur noch einen Lebenspunkt. Dann werde ich mich ein bisschen mein Leben als so Puppe benutzen. Wow! Ah, ich hasse das. Man kann hier nämlich auch noch aufladen. Das ist immer so ein bisschen blöd, wenn das passiert. Was ich eigentlich gar nicht will. Ah, diese Schild-Delete-Schüsse. Immer wieder gern gesehen. Ha! Ausgewichen! Oh, da habe ich... Da habe ich Leben verloren. Aber für sowas ist das Leben ja da. Nee, die will ich nicht. Oh nein, darf ich eine andere haben? Ah, jetzt ein bisschen mehr Muni drin, gut. Okay, ich bin einmal rum, okay. Und es geht hier nicht weiter. Das heißt, ich habe entweder irgendwo es übersehen oder. Nein! Hör auf! Schild und ich muss mein Leben retten. Ah, hier ist auch nichts. Wo könnte es denn weitergehen? Oh, hier, okay. Nein, bin nicht wieder in der Brücke. Aber diesmal haben wir ja ein bisschen mehr Leben. Das heißt, wir können hier ein bisschen cooler agieren, aber eine Brücke. Ich freue mich ja total darauf, dass wir hier eine Brücke haben. Okay. Manchmal schießen die aber auch echt komisch. Aber da muss ich aufpassen. Da sind dummerweise auf der anderen Seite sind so blöde Gegner. So harte Gegner. Da nämlich. Und wenn die treffen, dann tut's weh. Der ist tot, okay. Da kommt ein Schuss!
Den habe ich schon mal, okay. Zumindest einer von den beiden sind weg. Ist sind. Yes. Ha. Okay. Waren das jetzt noch die, die gelebt haben da neben mir? Die sind natürlich in, weg. Wo ist der? Da ist er. Das! Also manchmal weiß ich nicht. Also haben die genauso Probleme mit den Zielen wie ich. Fixer, willst du auch noch? Der hat gehittet, okay. Au. Den habe ich jetzt ein paar Mal getroffen. Mal kurz gucken. Ja, ne? Der ist tot. Oh, okay. Das Schlimmste haben wir schon mal hinter uns. Ein verkackter Gegner nämlich. Vielleicht sehen wir ein bisschen hin, oder? Machen wir den mal schnell hier. Ja, da ist vielleicht. Oder? Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Lieber safe. Okay, so, und jetzt? Er muss doch hier irgendwie besiegbar sein. Noch. Ja. So, was haben wir da hinten noch einen? Auf der anderen Seite sind scheinbar keine Gegner mehr. Den habe ich nicht gesehen. Da ist ein unsichtbarer. So nicht. So, haben wir hier noch. Wollen wir die? Ah, nehmen die. Okay. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal geht's weiter. Was wir nächstes Mal, haut rein. Tschüss.